Hallo und herzlich willkommen zu Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Heute wird's episch, wir machen richtig geile Schwenksteaks. Guck mal hier hinten auf dem hier, auf dem originalen Schwenkgrill. Was freue ich mich, ich hoffe ihr euch auch. Viel Spaß dabei. Ja, wir fangen heute nicht mit den Zutaten an, sondern mit dem Grill und eigentlich ja nicht erklärungsbedürftig, aber ich sag trotzdem drei Worte dazu. Grillhaus.com war so lieb, hat mir so ein Ding hier hingestellt, weil ich habe bis jetzt alle Grills dieser Welt gehabt, außer den Klassiker, den Schwenkgrill. Und der ist vor allem im Saarland sehr, sehr beliebt und ich glaube, da grillt man fast bloß auf sowas. Von daher gehen heute die Grüße raus ins Saarland, viele Grüße ins eines der hübschesten Bundesländer der Welt. Und ja, die Menschen sind da im Saarland so ein bisschen wie in Brandenburg, von daher ist jetzt so ein bisschen so, ja, so eine Verbundenheit. Das mit dem Erich Honecker, das haben wir euch verziehen. Macht da nicht normal, dann passt das. Was wir hier haben, ist praktisch das Schwenkgrill. Du hast hier so einen großen, richtig großen Rost. Die Feuerschale, die hat man aber selber für sich. Da nimmt man eine, die man da hat. Das ist jetzt meine hier. Und dann kann man da locker drüber schwenken oder man kann es so halten. Und du hast hier eine Höhenverstellung. Zack, so hier mit Geräusch. Ein Tropfen Öl würde nicht schaden. Die Kette hänge ich immer hier oben ein, dass die nicht sinnlos rumbamselt. Hier oben läuft es über so eine gelagerte Rolle rüber und hier ist noch so ein Wirbel eingebaut. Wenn man den dreht, guck mal, da haben die Jungs echt sich Mühe gegeben und haben so ja Klaus Grill drin gelasert. Also grillhaus.com, das sind die, die auch, man sieht mal ein bisschen meinen Feuerplattengrill, der hat gerade die Abdeckung drauf, die den auch herstellen. Ein sehr schönes Gerät und bevor ich mich jetzt noch weiter in diesen Grill hier verliebe, fangen wir an, uns um die Zutaten zu kümmern. Die klassischen saarländischen Schwenker, woraus macht man die? Richtig aus Schweinenacken. So, bei der Würzung gibt es verschiedene Varianten, die man machen kann. Von Salz, Pfeffer, Zwiebel, Rosmarin, Thymian, Majoran, was auch immer. Ich mache das ein bisschen auf meine Art und Weise. Und zwar nehme ich Steak Shake Kräuter. Eine Variante und eine Sorte Steak Shake Paprika. Was ich ganz wichtig dabei finde, ist immer Bier. Und ihr wisst, außer Klaus Grillglas schmeckt alles besser. Ich weiß nicht, irgendjemand, der behauptet, dass er den Spruch erwunden hätte. Viele Grüße nach Berlin. Dann brauchen wir ein bisschen Wasser dazu, hier zum Auffüllen von den Marinaden. Ein bisschen Öl, dass es nachher schmutzig wird. Hier vorne haben wir immer den Bautzner Brutzersenf. Den haben meine Freunde vom Bautzner mir zugeschickt. Den gab es jetzt in einer kurzen Aktion. Und als alter Bautzner Fan haben die gesagt, komm, du kriegst ein Glas. Juhu. Ernst Aufwand hat sich gelohnt. Ein Glas Senf. Naja, trotzdem Dankeschön dafür. Wollen wir nicht undankbar sein. Hier haben wir im V-Hobel Zwiebeln klein gemacht. Das sind vier mittelgroße Zwiebeln, schön dünn gemacht. Naja, habe ich hier noch so ein paar unsportliche Aufbackbrötchen. Und vor allem, habt ihr mir den Schweinenacken schon erzählt? Ja, aus der Schweinenacken. Der hat jetzt von Beef Bandits. Ebenfalls kriegt er diese Schüttelshakes da. Beef Bandits. Und mit Code Klaus 10 spart er noch was. Also praktisch aus dem Schweinehals. Hier oben, der Schwein hat einen großen Kopf. Und wühlt die ganze Zeit. Deshalb hat es einen großen Muskel sitzen. Und das ist dieser Schweinenacken, Schweinekamm, Schweinehals. Wird in jedem Bundesland heißt es anders. Ich müsste jetzt, glaube im Saarland heißt es auch Nacken, wenn ich es richtig weiß, oder einfach nur Schwenker. Dann habe ich so ein Utensil hier. Das tut mir im Saarland auch nicht sehr an. So eine Schwenkerklaue, um die zu wenden, das zeige ich euch nachher. Und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, gleich schnell kümmern wir uns um unsere Marinaden. Das ist total easy. Du hast praktisch hier, vielleicht kann die Kamera das erfassen, da ist Marinade drin, also trocken. Und da füllst du einfach mit Wasser bloß auf, bis hier zu dem Strich hier oben, ungefähr so, ein bisschen zu viel, macht aber nichts, davon muss man sie wegschmeißen und schüttelt den wie blöder und lässt es 10 Minuten stehen. Und jetzt könnt ihr überlegen, wie die Paprika-Variante funktioniert, richtig ganz genauso. Also eine so eine Packung würde schon für 2 Kilo reichen, jetzt sind hier so 2,5 Kilo, jetzt haben wir ein bisschen zu viel, aber haben es besser als brauchen. So, und wir schneiden jetzt schon mal schön hier uns ein paar schöne Steaks runter, nicht zu dick, nicht zu dünn, so ungefähr Daumen dick. Wenn ich mir sehe, ich hätte echt tatsächlich noch mehr nehmen können. Das ist ja die Königin des Grillsteaks, ist einfach Nackensteaks. Und wenn man da noch so eine Schwenkernummer draus macht, dann ist es schon sehr geil. Und die gibt es in verschiedenen Bundesländern, zum Beispiel Thüringer Rostbretel ist sehr, sehr beliebt. Habe ich auch ein Rezept dazu. Müsst ihr mal auf www.klausgrill.de gucken. Da findet auch dazu ein Rezept beim Thüringer Rostbretel. Den schneidet man schon mal ein Stück dünner als die Schwenker hier. Warum? Die Tradition verlangt es. Randstück ist Randstück. So, jetzt haben wir hier schon mal unsere Kräutermarinade. Nehmen wir da drauf.
natürlich unsere Paprikamarinade immer in den anderen drin. Und dazu jeweils einen Schluck Bier, falls ihr nicht wisst, wie viel ein Schluck Bier ist. Ungefähr so. Nehmt am besten ein Bier, was nicht allzu viel Hopfenanteil hat. So. Doof verteilen. Und dann kommen unsere Steaks jeweils so hälftig darin. Gehst du gleich zurück, weil ein bisschen spritzt. Kamerafrau ist aber sauber geblieben, ist all gut. Ich sage erst nachher, dass es vollkommen eingesaugt ist. Aber so, und dann kneten wir das alles immer richtig schön jeweils 5, 6, 7, 8, 10 Minuten durch. Ihr könntet auch über Nacht stehen lassen. Macht die Sache auch nicht schlechter. Aber kneten beschleunigt das Marinieren, wenn man die Zeit nicht hat. Und wir haben das vorher ja schon an, habt ihr schon gesehen, da können wir das jetzt nicht über Nacht stehen lassen. Sondern das einmal richtig schön durchmarinieren. Oh, ich freue mich. Riechen tut es schon mega gut. Klar, Zwiebeln, Gewürze, Fleisch. Da geht was. Guck mal, das Fleisch hat die Flüssigkeit aufgezogen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und das machen wir jetzt mit der Grünmarinade ganz genauso. Wenn wir die gut anmariniert haben, dann kommt eben ein ordentlicher Spritzer Öl noch dazu. Dann wird das auf dem Grill noch ein bisschen glänzen. Ja? Erstmal die grobe Kunst. Zwei Hände marinieren. Kann er. Hier ist gleich wieder zurück. Herrlich. Fleisch wird richtig schön weich. Saugt sich schön voll. Jetzt kriegt ihr noch das Öl außenrum. Ich freue mich. So, da fangen wir an aufzulegen. Schön Glutbett in der Mitte, rechts und links das Holz zum Nachbrennen. Und da kommen jetzt unsere Schwenker oben drauf. Schön glatt hinlegen. Wie zart das Fleisch zerfällt. Oh, ich freue mich. Und ein großer Grill ist halt super, da kriegst du halt viel Ruf. Wer wäre jetzt ohne diesen Hinweis auf die Idee gekommen? Für wie viele Personen reichen so 200 Kilo? Oh, mit, ich würde sagen, 6-7 Leute bestimmt. Also je nachdem, wie hungrig alle sind. In der Mitte da mal Platz. So, und dann geht es beim Schwenken nicht darum, das Fleisch möglichst schnell durchzukriegen, sondern durch so eine leichte Schwenkbewegung, die kann auch im Kreis sein, hast du immer kannst du drehen dabei, je nachdem wie du möchtest, hast immer so ein Aufheizen, Abkühlen, Aufheizen, Abkühlen. Und jetzt lässt du den einfach mal so 5 bis 10 Minuten so schön hier entspannt in so einer schwenkenden Bewegung. Das macht das meistenteils auch alleine, also musst du es hin und wieder mal anschubsen. Das Schöne ist, durch dieses Schwenken hast du überall mal die Hitze dran und mal nicht. Und zum Umdrehen, wenn dir das davon zu heiß ist, packst du einfach die Kette hier an der Seite, ziehst du ein Stück vor. Dann nimmst du hier die Fleischgabel, beziehungsweise die und drehst du halt erstmal um. Und anders als beim Thüringer Rostbretel kannst du die auch 2-3 Mal, wenn das schadet denen nichts. Herrlich, oder? Schön. Ich freue mich. So, und während das jetzt hier wie blöd hin und her schwenkt, kann man draußen schon mal unsere Brötchen ansetzen. Dann können die mit nicht ganz so viel Hitze schön entspannt vor sich hin. Ja. Liebig. Und wieder schubst. So, jetzt sind nochmal 10 Minuten vergangen. Kriegen wir hier unsere Brötchen. Mal schon mal die ersten schon mal runternehmen. Die sind schon schön kross aussehen geworden. So, die da drüben brauchen noch ein bisschen. Und das erste Fleisch ist auch schon fertig. Ich nehme auch hier runter. Woher erkennst du, dass das Fleisch fertig ist? Oh, das fühlt sich gut an. So was hier, das ist schon mal schön. Ne, von außen braun heißt innen noch top. So, jetzt kannst du hier natürlich noch ein bisschen hin und her drehen. Das Kleine sieht auch schon sehr schön aus. Ich glaube, das nehmen wir mal wieder mal runter. So, dann schubst du mal den Grill wieder an hier, dass uns den nicht verbrennt. Und das Schöne beim Schwenken, das ist halt kein Wettkampfsport. Ne? Das dauert wie dauert und das machst du einfach so mit dir und deinen Freunden. Und ich weiß ja nicht, was isst man im Saarland für einen Senf? Wenn ihr aus dem Saarland kommt, könnt ihr das mal runterschreiben. Oh, hier schön Brutzelsenf. Liebig. Und wir fangen an mit
mit. Kurz davor, das Ding durchzuschneiden. Machen wir nicht. Wir legen ihn drauf. Andere Seite drauf. Nochmal den Schwenker, nochmal anschubsen. Ja, ja. Das artet ja richtig den Stress aus. Absolut. Und im Saarland heißt der Schwenker drei Dinge. Also Adi, das Steak heißt Schwenker, dann der Grill heißt Schwenker und der davor steht und grillt, heißt auch Schwenker. Also der Schwenker schwenkt den Schwenker mit den Schwenkern. Guten Appetit. So, also auf euch, was man auch im Saarland immer sagt, das rinnt in die hohle Birne. Ja, also auf euch. Sieht auf jeden Fall saftig aus. Mhm. 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 Liebe Zeit, Gefühl. Marinade, gell? Und ich muss ja aus wissenschaftlichen Gründen noch eins essen hier. Ich esse auch jetzt nicht gleich auf. So. Packen wir den hier auch auf. Und jetzt haben wir den Senf unten. Na komm, machen wir oben auch nochmal Senf. Auch nicht gelzig sein. Also. Mega, wir haben hier Buchenholz drunter. Und das Schöne beim Schwenken ist, dadurch, dass hier direkt diesen Rauch von dem abbrennenden Buchenholz drin steht, da merkt man das. Hat man Raucharoma, ja? Also. Dann kann ich sagen, die Saarländer wissen, was sie da tun und es ist schön, dass sie uns das verraten haben, wie das geht. Und schön, dass man auch außerhalb des Saarlandes schwenken kann. Ein schöner Partyspaß, alle können dazu gucken und eine schöne Erweiterung des Grillens. Also es ist ja nicht so, dass es mir an Grills mangelt. Aber so ist schon cool und hier oben kann man mit Fleischerhaken, das finde ich noch wunderschön. Ein Topfbein hängen, um einen Gulasch zu machen, ne? Oder eine schöne Hexensuppe oder Kicken. Fällt mir noch was ein? Also, wir grillen jetzt hier zu Ende. Ihr lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und holt mal einen Kommentar und oder vielleicht auch noch ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Ich stehe vor dem Rauch, das ist der große Nachteil. Bis zum nächsten Mal. Klaus Röll, mach zu. Mega geil. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.